So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Prison Architect. Wir bauen. Ja, im letzten Video habe ich ein bisschen viel geplappert und die Versorgung ist zusammengebrochen. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum. Ah, doch, ich habe eine Ahnung, warum. Das läuft bis darauf, eigentlich jetzt ziemlich weit. Und dann hat es keinen Wasserzugang. Ohne Wasserzugang kannst du da nichts mit Wasser machen. So, da werden wir jetzt mal ein paar vereinzelte Rohre hinlegen. Und das da werden wir auch nicht vergessen. So, dann dürfte dieser Zellenblock auch angekommen sein. Ja, Subventionen wollte ich noch schauen mit euch. Wir haben ja das eine, den Zellenblock geschafft. 500 Kapazität, da bekomme ich dann 30.000. Abgeschlossen, das kann ich nicht wieder machen, oder was? Aha. Ja, wir werden mal kurzfristig was investieren und dann werden wir uns den Zellenblock eh noch vornehmen. 500 Personen. Puh. Ob wir das schaffen, das kann ich jetzt so nicht sagen, denn wir haben jetzt, Stand jetzt, 222 Kapazitäten für Insassen. Wir könnten bei der. Ach so, da müssen noch Betten rein und so. Okay. Egal. Wir schauen mal. Kums ist da drin jetzt. Ja, und bei dem geht es jetzt um die Wurst. Bei dem geht es jetzt darum, ob oder ob nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Unsere Kantine ist fertig. Haben wir das eigentlich alles betitelt? Nein. Nein, habe ich nicht. Ja, dann haben wir hier eben die Kantine. Dann haben wir den Besucherraum. So, dann haben wir eine Krankenstation. Und das war's. Dieser Kantine sind keine Häftlinge zugeteilt. So, wir schauen mal da wieder rein. Kums, wie geht's dir? Unbekannter Ruf. Er ist schon 22 Tage bei mir. Wahnsinn. Man hat immer noch eine 1%ige Wahrscheinlichkeit, dass er freigelassen wird. Also, dass er unschuldig ist. Und da sieht man jetzt, wie lange es noch dauert für sein Gnadengesuch. Fünfmal fehlgeschlagen. Ja. Und? 0%. Okay. Stan Coombs. Geh dich mal duschen. Jetzt ist es beschlossene Sache, würde ich mal sagen. Ja, tut mir leid für ihn, aber.
So, was sollten wir eigentlich da jetzt noch bauen? Eine Küche, oder? Wenn ich da natürlich eine Küche, eine Küche bauen. Auf jeden Fall brauchen wir eine Versorgung in das Krankenzimmer. Ah. Da ist eine Schere, gell? Da brauchen wir dann auch wieder einen Metalldetektor. Ach Gott, Jungs, ha? Metalldetektor. Ja, das mit der Küche habe ich jetzt wieder verbockt wahrscheinlich, weil eigentlich wollte ich es ja irgendwo am Anfang hinbauen, damit der Weg von hier nach dort nicht so lange ist. Aber ich kann ja mal hier kurz einen Raum bauen. Da werde ich jetzt, dann werde ich so machen, ja, das passt schon. Dann werden wir hier eine Personaltür einsetzen und das wird dann sozusagen der. Habe ich hier Lampen? Das wird dann der Lagerraum. Das bedeutet, dass die braven Helferlein sozusagen hier ihre Sachen lagern können. Und dass die Wege dann nicht so weit in die Küche sind, weil hier könnten sie dann auch, oder ich glaube, sie machen sogar Lebensmittel lagern. Und das wäre natürlich vom Vorteil, wenn wir dann da die Küche nebenbei hinsetzen. Natürlich ist der Weg dann in diese Kantine etwas weiter, aber wir bauen ja hier auch irgendwo eine Kantine. Und die soll ja auch diese Küche dann beliefern. Und da machen wir ja auch eine Küche oben, die was eben hier noch an diese Kantine in dieser Gegend da beliefert und diese Kantine beliefert. Und diese wahrscheinlich auch dann noch. Aber ich bin ein bisschen scheu, was das hier betrifft. Können wir gleich mal sagen, das ist der Lagerraum. Dann können wir auch gleich mal einen Parkettboden reinlegen. Ich liebe Parkettböden. Irgendwie, keine Ahnung. Warum bekomme ich immer weniger Geld? Die mich verarschen. Das könnten wir natürlich gleich mal schauen, warum. Häftlingszuschuss ist weniger geworden, oder? Tag ohne Vorfall, einer. Ja, das war eben wegen diesen einem. Darf ich Idiot sagen? Wahrscheinlich, oder? Was ist hier los? Verschlossen von Wänden und Türen. Egal. Dich sicher noch legen. So, das bedeutet, wir haben hier dann unseren Lagerraum.
Wir werden da gleich mal ein paar Lampen setzen. Ja, da haben wir auch keine drin. Das werden wir auch gleich machen. Wir wollen ja nicht im Dunkeln unsere Machenschaften machen. Sagt man das so? Und auch in der Kantine müssen wir für ein bisschen Licht sorgen. Ach so, da ist ja Licht. Aber halt nicht viel. Ah ja. Jetzt haben wir 100.000 Lichter hängen. Ist ja nicht so tragisch. Ist ja Weihnachten. Oder zumindest die Weihnachtszeit noch. So. Gut. Dann können wir auch noch schnell den Boden machen. Und zwar, das ist außen Betonboden. Nein, Bodenplatten. Ja, Bodenplatten. Das werden wir jetzt auch richtig schön fertig bauen. Da, das darf ich nicht, oder wie? Komisch. Machen wir nämlich diesen unteren Zellenblock oder den unteren Teil vom Gefängnis einfach mal fertig. Jo, gut. Das war's mit dem Video. Im nächsten Video wird Sean Combs dann eben seine Strafe absitzen. Und man sieht sich dann später. Tschüss, ciao.